Ist das nicht schön? Ja, und somit herzlich willkommen zu COD1. Grünschnabel, Soldat, Söldner. Ich mach mal Soldat. Nicht zu schwer. Ich kenne das Spiel recht gut, insofern wäre ein etwas höherer Schwierigkeitsgrad nicht schwer angebracht. So wäre es natürlich, ist klar. Alles klar, herhören. Private Martin, heute absolvieren Sie den Hinderniskurs und das Waffentraining. Das ist nah genug. Sie werden sehen, dass das Ziel jetzt abgehakt ist und Sie ein neues haben. Ja, in Ordnung, Martin. Öffnen Sie das Tor und laufen Sie durch den Hinderniskurs. Los, los, los! Martin, schön, dich zu sehen. Dich haben Sie also auch hierher verfrachtet. Hey, viel Glück. Bewegung, Ladies. Wir sind hier nicht bei Tante Kettes Kaffeeklatsch. Rüberspringen, Elder. Na los, vorwärts! Nicht übel. Jetzt rein in den Dreck und rocken Sie unter dem Stacheldraht durch. Sergeant, machen Sie diese MGs bereit. Das sind echt. Unten bleiben. What the fuck? Die Leiter hoch, Privates. Los, los, los. Na los doch. Das geht ordentlich ab. RX macht da echt schon Spaß. Private Martin, gehen Sie durch diese Tür. Sergeant Moody wird Sie durch das Waffentraining führen. Augen nach oben, Private. Ich bin hier oben. Naja, aber nicht. Zusätzliche Munition können Sie von herumliegenden Waffen des gleichen Typs aufsammeln. Feuern Sie 6 weitere Kugeln in verschiedenen Stellungen und in Bewegung auf das Ziel. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Könnte man hier eigentlich auch irgendwie treten? Mal gerade schauen. Irgendwie nicht, ne? Oder ich bin blind. Anyway. Ach, Quatsch. So. Nehmen Sie jetzt ein Springfield-Gewehr vom Tisch. Im Austausch gegen Ihren Karabiner. Drehen Sie sich nach links, gehen Sie zum Zaun und feuern Sie 2 Kugeln auf das Ziel. Blicken Sie weiter durch das Zielfernrohr und feuern Sie 2 Kugeln ab. In Ordnung. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass er jetzt aber irgendwie scheiße ist. Genauer zielen können. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Eigentlich sollte die Wumme ja schön laut sein, ne? Jetzt höre ich sie nur rechts. Irgendwie fail. Tauschen Sie das Springfield jetzt gegen eine Thompson-Maschinenpistole auf dem Tisch. Sofern Sie nicht 3 Waffen haben, können Sie auch nur 2 Waffen tragen. Abgesehen von Handfeuerwaffen und Granaten. Gehen Sie ein paar Schritte und blicken Sie durch die Zielvorrichtung. Sie bewegen sich dann langsam. Im Nahkampf können Sie den Gegner mit dem Kolben Ihrer Waffe schlagen. Das nennt sich Kolbenschlag. Versuchen Sie es mit der Thompson. Und passen Sie auf, Junge. Das Ding ist geladen. Wechseln Sie jetzt die Waffe, Private. Wenn Sie nicht so dumm wie hässlich sind, dämmert Ihnen vielleicht, dass jede Waffe ihren eigenen Zweck hat. Mit der falschen Waffe beißen Sie vielleicht ins Gras. Das ist ehrlich gesagt irgendwie Rotz. Vielleicht ist es bei dem Spiel ja auch nur schlecht übersetzt. Mal gucken hier. So, neu geladen. Mit RX2. Weiter zum nächsten Bereich. So ein Bums. Das ist irgendwie shit. Ja. So wie die Wumme abgeht, muss das auf beiden Ohren kommen. Kann ja nicht sein, dass man die nur auf dem rechten Ohr hört, nur wenn man sie etwas weiter rechts hält, ja. Nehmen Sie die Granaten vom Tisch. Sowas. Na los. Werfen Sie in jede Öffnung vor sich eine Granate. Und los. Auch wieder nur unnötig gehypt hier. Gehen Sie hinter den Betonpfeiler und lehnen Sie sich nach links und rechts. Ja. So haben Sie Oh. Oh shit.
treffe ich ihn nicht. Das ging sonst früher immer viel besser. Habe ich ein paar Granaten mehr heute. Oh. Ja. Ist ein Let's Play. Ist ja klar, dass wieder einiges schief geht. Weiter zum nächsten Bereich. Wenn Sie verletzt sind, schnappen Sie sich eins dieser Sanitäter-Sets. Spielen Sie nicht den Helden. Ja. Das Ding kann Ihr Leben retten. Geile ist ja. Extreme Sprengkraft. Weiter. Gehen Sie verdammt nochmal vorsichtig damit um, sonst gehen Sie selbst mit hoch. Man darf bloß nicht am. Platzieren Sie den Sprengsatz an der Ziegelmauer. Man darf hier bloß nicht am Gamma schrauben, ja. Weil dann funktioniert das Hooking irgendwie nicht mehr. Beachten Sie die Stoppuhr, die erscheint. Auf ihr sehen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben. Also. Ja. Dann. Haben, um Ihren Hintern wegzuschaffen. Sehe ich sonst auch mein OBS-Studio für Teller und so. Komische Geschichten hier. Es läuft dann auf DirectX 9, aber auf 90B. Stets bei sich und halten Sie sie sauber. Weggetreten. Ja, dann treten wir weg hier. Ziehen wir einen Kriech hier. Würde ich sagen. Gleich rein in die Kacke. Kompanie! Feierabend. Kann man nicht abschalten. Hier ging noch nicht so viel damals. Ganz anders. Der lahme Roosevelt und der fette, selbstgefällige Churchill würden hier niemals angreifen. Ist viel zu weit weg von Deutschland. Wozu also? Na, weil sie diesen Sektor schon seit Wochen bomben. Sie sind hier! Ah ja, klar, dass das nicht 1A klappt in der Aufnahme, ne? Sonst erwische ich sie immer beide. Naja, ist auch nicht so wild hier. Gucken, ob das eine gute Idee ist, sich hier hinzustellen. Sicher, ihr da! Hierher, an die Wand! Verteidigungsstellung! Runter! Ah.
40. Die brauche ich. Feinde. Okay. Kann der mit leben. Das ist okay. Klar, dass er da steht und wartet, ne? Dachte mir so, oh ja, da liegt ja einer, läufst du mal schön um die Ecke und er haut mir einen Kolben rein, ey. Mann, Mann, Mann. Na ja. Na gut. Laden wir noch den nächsten Level und speichern und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es heißt wieder COD1, ne? In Ordnung, Männer. Macht euch bereit. Auf mein Zeichen. Bis dann.